Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Mission des nächsten DLCs mit dem schönen Titel Reis auf Glory. Und die Mission heißt Erster Schlesischer Krieg. In der neuen Kampagne, jetzt haben wir wieder Kampagnen, keine Einzelmission, große Risiken und große Errungenschaften. Und wir spielen als Preußen. Und ich würde sagen, dann legen wir direkt auch mal los, ne? Wir haben die Konzentration der preußischen Armee an der Grenze von Schlesien abgeschlossen. Gestern fand der Militärrat statt, wo die letzten Änderungen des Plans einer militärischen Kampagne über die Eroberung von Schlesien gemacht und besprochen wurde. Es bleibt nur die letzte Vorbereitungsoperation, die Inspektion der Armee, um sicherzustellen, dass der Zustand der Ausrüstung und der Kampfgeist der Soldaten gut ist. Nun sehen wir mal, ob der preußische Korporal dieses Gesindel in echte Soldaten umgewandelt hat. Okay, wir müssen unsere Truppen überprüfen, Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Und ja, das machen wir doch mal. Fangen wir mal mit der Artillerie an. Das wird viel Text, glaube ich, in dieser Mission. Willkommen, euer Laucht. Wie Sie sehen können, ist die Artillerie zu marschieren bereit. Erlauben Sie mir bitte noch einmal meine Bemerkung zu wiederholen. Auf dem gestrigen Militärrat wurde erklärt, dass die österreichischen Kräfte nicht zahlreich sind, was uns die Hoffnung auf einen schnellen Erfolg schenkt. Aber sogar wenn wir Schlesien ergreifen könnten, versucht der Gegner sicherlich, uns von dort aus zu verjagen. Zumindest würde ich das anstelle der Österreicher so machen. Also vergessen Sie bitte die Artillerie nicht und halten Sie uns neben sich. Und ich werde mein Bestes tun, um die Bewegung der Armee nicht zu fesseln. Ich werde auf jeden Fall auf sie warten, weil die Artillerie das verfeinert, was sonst eine banale Verfeinung wäre. Das ist ein schöner Satz. Artillerie verfeinert, was sonst eine banale Verfeinung wäre. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit der Kavallerie weiter. Wir haben bestimmt auch was zu sagen. Jawohl. Euer Erlaucht, meine Jungs sind bereit, sogar jetzt in die Sattel zu springen. Wir trampeln unsere Feinde wie Brotkrusten. Geben Sie nur den Befehl, es juckt mir in den Fingern nach einer guten Schlägerei. Geschwindigkeit und Drang, Blut und Feuer. Feinde werden sogar nicht begreifen, woher ihr Tod gekommen ist. Wir hauen ihre Köpfe wie Wassermelonen. Österreicher haben natürlich bessere Pferde und sogar Kürassen, aber glauben Sie mir, das ist nichts. Ich habe tapfere Soldaten und meine Offiziere sehnen nach Ruhm. Das ist das Wichtigste. Deshalb werden wir gewinnen. Ich bin froh, das zu hören. In der Tat eine schöne Ansprache. Die macht doch direkt mal Lust auf mehr, würde ich sagen. Stillgestanden, das Gewehr über. Präsentiert das Gewehr. Lang lebe euer Erlaucht. Euer Erlaucht, ich bitte Sie, sprechen zu dürfen. Erlaubt? Die Infanterie ist angetreten und bereit zu marschieren. Es gibt keine Kranken und Deserteure. Genießen Sie die echten Adler. Dennoch kennen unsere Korporale ihre Sache. Je stärker sie jetzt diese Dummköpfe schlagen, desto stärker werden diese Dummköpfe den Feind schlagen. Wunderbar. Hallo Jungs, ich habe für Sie eine gute Arbeit gefunden. Das ist natürlich eine interessante Aussprache. Je stärker sie schlagen, desto stärker schlagen die Feinde. Also ich glaube, das dürfte man heutzutage nicht mehr sagen. Sie haben die Armee überprüft und bestätigt, dass sie bereit auf den Zug ist. Aber vor dem Beginn des Marsches in die Stadt, wo sich das Hauptquartier befindet, fand ein unheimliches Ereignis statt. Eine Glocke fiel aus dem Glockenturm der Kirche. Die Soldaten dachten, es sei ein schlechtes Vorzeichen. Sie haben unverzüglich eine Erklärung gefunden. Das bedeutet, dass die Hohen erniedrigt werden. Es wurde Österreich gemeint. Österreich ist zweifellos ein hoher und mächtiger Staat, besonders im Vergleich zu Preußen. Ihre Soldaten verstanden die Andeutung und wurden stark begeistert. Jetzt kann der Zug beginnen. Lassen Sie die Welt nicht besinnen, überwinden Sie die Grenzen und brechen Sie. Na, das habe ich nochmal gedreht. Ja, das Hohe fällt runter und damit ist Österreich gemeint. Das finde ich auch gut. So, wir haben 60 Dragoner, davon können wir zumindest 40 schon mal zu einem Regiment machen.
Da haben wir einmal zwei Musketiere und ein Grenadierregiment mit jeweils 72. Und ein bisschen Artillerie. Mit Haubitze sogar. Ja. Sogar Gold, ne? Und Kohle. Also wenn jemand was brauchen, muss ich mir das hier merken. Hier steht ja auch noch was. Was ist das denn? Und das da schon die ganze Zeit? Hm. Wahrscheinlich, weil der Gen... Wahrscheinlich die Offizierstruppe von meinem General. Habe ich ja nicht gesehen gerade eben. Aber gut, nehmen wir natürlich auch mit. Darf ich auch nicht verlieren, ne? Wir verlieren, wenn sie alle Soldaten verlieren oder wenn der König ihr General getötet wird. Und überqueren sie die Grenze nach nach Schlesien. Mit Schlesien, ja. Ja, die Übersetzung ist immer nicht perfekt. Wie erwartet, Schlesien wurde von sehr wenigen österreichischen Truppen beschützt, da niemand sich vorstellen konnte, dass sie die Grenzen mit Waffen in der Hand zu überqueren wagten. Die Einheimischen sind freundlich und scheinen nicht kämpfen zu wollen. Österreichische Truppen, die sich auch in Schlesien befinden, eilten in die Festung, um sich zu verstecken, als sich ihre Armee annäherte. Einer von solchen Festungen blockiert nun ihren Weg. Sie können sie nicht im Hinterland lassen, da sonst die Garnison die Kommunikation ihrer Linie unterbrechen könnte, wenn sie einen erfolgreichen Ausfall unternimmt. Bringt mir die Karte, beginnen wir die Belagerung der Festung. Ja, ist klar, wir können natürlich keine Festung in unserem Rücken lassen. Die würden dann einfach einen Ausfall machen, alle unsere Boten abfangen, Verstärkung abfangen. Das geht natürlich nicht. So, zwei Türme. Ja, okay, die müssen wir einmal Platten machen. Machen wir das Tor auf und reiten rein, würde ich sagen. Beziehungsweise, das sind Dragoner, ne? Ja, wir machen das trotzdem so. Beziehungsweise als erstes müssen wir erstmal den Turm hier vorne wegschießen. Geht da mal nicht zu nah ran, bitte. Die Haubitze wird wahrscheinlich in Reichweite fahren müssen. Die fahren auch mal ein bisschen näher ran, dann treffen sie nämlich besser. Aua, das tut ja ganz schön weh. Ich fahre die mal zurück. Es muss ja nicht sein, dass ich die jetzt verliere. Sag mal, was ist das denn? Das Ding hat ein Hitpoint und ihr trefft die ganze Zeit nicht, oder wie? Oder macht ihr keinen Schaden? Geht doch. So, dann nehmen wir den Turm noch machen. Hier haben sie ein paar Musketiere dabei. Ein paar Pikeniere sogar, interessant. Ein paar Panduren. Und sogar eine Haubitze. Ja, die ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Sonst könnte ich die eigentlich einfach so unter Beschuss nehmen und dass sich die wehren. Beziehungsweise das könnte ich, glaube ich, trotzdem machen. Nicht mal meine Haubitze für. Weil wenn ich... die haben ja die gleiche Reichweite. Das heißt, wenn ich von unten komme, kann ich ja die beschießen, ohne dass sie mich oben treffen kann. Solange die keinen Ausfall machen. Ich weiß gar nicht, ob die einen Ausfall machen. Wir stellen uns vor, ich ist aber mal bereit. Du sollst den Trupp angreifen, nicht das Haus. Hab ich mich da so verklickt? Ja, sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Da eigentlich durchschießen? Ja, tatsächlich. Das ist natürlich sehr nice. Die Haubitze, die liebt es auch, auf dieses Gebäude zu schießen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht einmal befohlen habe. Ich hoffe, ich nehme das gleich nicht ein und habe das jetzt verloren, aber gut. Ja, wenn wird das schon nicht so schlimm sein. So, das Tor geht auch gleich auf. Dann werden die bestimmt rauskommen. Stellen wir uns schon mal so ein bisschen bereit.
Ja, die Grenadiere nicht nach vorne. Die sind nämlich ein bisschen... Habt ihr aufgehört zu schießen? Was ist los mit euch? Ich will eigentlich nur die angeklickt haben. So, jetzt stehen wir doch optimal. Ja, und damit haben wir es aufgeschossen. Die Haubitze zurück. Die Kanonen nach vorne, die könnten mal einen Kanisterschuss machen. Oder normal, geht auch. Hauptsache, sie treffen alles. Oh. Das tut weh. Ich glaube... Da habe ich nicht allzu viele verloren. Noch. Aber auch nur, wenn ihr das... Ja, okay. Ich glaube, sie hat gerade noch geschossen, wie ich das sehe. Ich glaube, das wird gleich wehtun. Euer Laucht, wir haben gesiegt. Die Erstürmung der Festung war ein Erfolg. Österreichische Soldaten sind entweder getötet oder haben aufgegeben. Wir eroberten die Festung. Nach ihren Befehlen wurde kein Haus beraubt und kein Bewohner beleidigt. Unsere Soldaten sind so mit Höflichkeit, so höflich mit Bewohnern, wie hart sie gekämpft haben. Gut gemacht. Bringen Sie jedem eine Portion Fleisch und Wein. Euer Laucht, unsere Aufklärer haben alarmierende Nachrichten gebracht, dass alle Truppen, die in Schlesien waren, von der österreichischen Armee versammelt und geführt vom Feldmarschall Braun wird. Darüber hinaus erhielt er die Verstärkung aus Österreich und er will uns angreifen und aus Schlesien verjagen. Was sind Ihre Befehle? Geben wir ihn eine Schlacht. Schlagen wir sie alle mit einem Schlag tot. Okay. Ich glaube, ich hatte Glück gehabt und es hat nicht mehr gezählt. Kann ich nicht hier drin kämpfen? Ich würde einfach hier drin kämpfen. Warum soll ich denn hier rausgehen? Ich bin doch hier in einer schönen Festung. Und hier kann ich meine Kanonen davor stellen. So, die stellen wir schön auf. Kann der mir nämlich gar nichts. Und die machen gleich nämlich hier richtig dick Kanisterschuss. Da lacht dann nämlich das Herz, das sage ich euch. Ich habe meinen General vergessen. Nein! Kleinen Moment. So, da sind wir auch schon wieder. Diesmal gefixt. Ich musste einmal gerade neu laden. Das habe ich ja gerade maximal verkackt. Das tut mir leid. Jetzt wäre ein Kanisterschuss gut. Jetzt wäre ein Kanisterschuss gut. Jetzt wäre ein Kanisterschuss gut. Na gut. Es läuft auch so. Wir haben die österreichischen Truppen besiegt und können sich für den Herrscher von Schlesien halten. Aber es wäre zu vermessen anzunehmen, dass Österreich die Waffen niedergelegt hat und sich weigert zu kämpfen. Wenn die anderen Gegner von Maria Theresia weiter zögern, fällt die ganze Macht der österreichischen Truppen auf sie. Deswegen sind wir für neue Schlachten bereit. Während meine Wiener Cousine Truppen sammelt, brauche auch ich nicht untätig hier rumzusitzen. Beschäftigen wir uns mit der Ausrüstung unserer Armee. Ah, ich darf bauen, okay. Hab ich denn viel verloren? Na, einiges, ne? Aber naja, gut. Das war halt auch keine kleine Schlacht, ne? Können wir mal gerade einnehmen. Und hier bauen wir schon mal eine zweite Stadthalle. Geht mir ein Blauer rum. Meine Truppen werde ich einmal rausführen. Mit denen kann ich nämlich gleich mal scouten. Zack, zack. Dann geht ihr schon mal an die Feldarbeit. Und dann suchen wir mal... Ich brauche alles. Ich wollte gerade sagen, dann suchen wir mal ein paar Minen. Na, wir könnten auch einfach das freischalten, dass wir die Map sehen können. Mindestens sehe ich da schon mal eine Mine. Die werden wir uns natürlich schon mal direkt schnappen. Das Winterteilset übrigens sehr schön. Gefällt mir. So, Kaserne. Und dann bauen wir nämlich direkt eine Akademie. Und los geht's, würde ich sagen.
Gut. Ach, der vorne stand, ist hier hingemarschiert. Nochmal eine Menge Text, meine Güte. Euer Erlaucht, solche Ehre, vergeben Sie mir meine Impertinenz, aber ich habe Ihre Reiterei gerade jetzt gesehen. Ich bin ein aufmerksamer Mann, wissen Sie? Euer Erlaucht, wie möchten Sie denn mit Österreich kämpfen? Oh nein, ich wollte Sie nicht beleidigen, aber ich bin ein aufrichtiger Mensch. Kurz gesagt, Ihre Kavallerie, sie muss sich bedecken. Beschützen meinte wahrscheinlich. Ich bin ein vorsichtiger Mann. Ich würde nie am Krieg teilnehmen, bevor ich nicht meine Brust bedeckt habe. Damit meine ich, euer Lauch, dass Sie wissen, ich bin ein geschickter Mann, sodass ich für Ihre Jungs gute Kürassen spielen kann. Sag ich ja, Brustpanzer. Der Typ soll echt mal zum Punkt kommen. Meine Güte, der redet ja um den heißen Brei. Natürlich mache ich das nicht allein, aber Sie wissen doch, ich bin ein unternehmenslustiger Mensch. So kann ich dafür hiesige Schmiede sammeln. Nur wissen Sie, wir sind nicht so reich, so brauchen wir Rohstoffe und zwar Eisen und Gold für die Arbeit. Ich bin ein verständiger Mensch, also werde ich nicht beleidigt, wenn Sie mich fragen. Ich meine, wenn Sie Zeit brauchen, nachzudenken. Nun, Sie wissen, wir sind geduldig, deswegen warten wir auf Ihre Antwort, neben der Schmiede. Dies ist sehr nützlich, danke. Ich werde befehlen, Ihnen das Eisen für Kürassen zu geben. 10.000 Eisen. Vielen Dank, ich lasse meine Entscheidung wissen. Ja, 10.000 Eisen könnten wir eigentlich dem geben. Sie haben zur Verfügung genügend Kürassen erhalten, um Regimenter von schwerer Kavallerie zu bilden. Die Kürassen schützt nicht nur vor den kalten Waffen und Kugeln, sondern verleiht dem Reiter auch die Sicherheit und die Auswirkungen des hohen Kampfgeistes auf den Erfolg der militärischen Operation zu gewährleisten. Komischer Satz. Jetzt können wir die Österreicher angemessen zurückschlagen. Also kurzum, ich kann jetzt Kürassen bauen oder wie? Ja, gut. Gibt Schlimmeres, ne? Nicht unbedingt meine erste Wahl. Aber was soll der Geiz? Habe ich da jetzt eigentlich welche zur Mine geschickt? Ja, habe ich. Wunderbar. Die drei. Ja doch, die stehen eigentlich ganz gut. Kann ich die Karte jetzt aufdecken? Nee, kann ich leider nicht. Schade. Da muss ich doch scouten. Dann bleibt mal bitte hier. Aber vorher werde ich noch ein paar Baugebäude in Auftrag geben. Wir brauchen einen Markt, einen Kanonier, eine Kathedrale und dann könnt ihr erstmal zurückgehen. So, mit euch werde ich hier mal ein bisschen scouten. Muss ja sowieso die Map ein bisschen aufdecken. Da gibt es ja wahrscheinlich wieder Dinge zu erkunden. Also jetzt, ich könnte zwar jetzt die Map nach Minen absuchen. Ich habe die aufgedeckt auf der Karte, aber ich meine, es gibt ja noch mehr Sachen, die man so aufdecken kann. Hier ist übrigens eine Mine, sehe ich gerade. Direkt vor meiner Tür. Die nehmen wir natürlich mit. Und ansonsten haben wir hier noch eine Goldmine. Eine Eisenmine. Ist auch noch eine Goldmine. Wunderbar. Und noch eine Eisenmine. Also Minen scheinen wir wirklich gut genug zu haben. Dann hauen wir nochmal ein paar Upgrades zur Nahrungsmittelproduktion raus. So, noch ein paar mehr Minen. Das sind auch nochmal Minen. Also Minen sind ja wirklich reichlich. Du mein lieber Gesangsverein. Das Gefühl, in dem DLC geizen sie diesmal nicht so mit Minen wie vorher. Aber das ist eigentlich eine schöne Sache. Dadurch muss ich die dann nicht so stark verbessern. Weil ihr wisst ja, das Verbessern ist ja ums Vielfache teurer. Ja. Was? Wo? Oh, da waren gegnerische Truppen. Schicke ich trotzdem mal einen hin, so grob.
hatte da jetzt nämlich nicht genau drauf geachtet, was da war. Und das interessiert mich halt schon so ein bisschen. Auf alle Fälle ist hier eine Goldmine und die nehmen wir mit. Hier ist eine Kohlemine und noch eine Eisenmine. Noch eine Eisenmine, hallo? Ach, ich habe gar kein Holz. Ich wundere mich, warum kann ich denn nichts bauen? Was ist denn hier los? Das ist natürlich, ich habe ja nicht mal ein Holzfäller-Camp. Das habe ich jetzt natürlich richtig clever gemacht. Warte, ich habe doch einen Markt. Ich kaufe mir gerade ein bisschen Holz. 1000 Holz. Was soll's. Muss ja wenigstens ein Holzfäller-Camp bauen können. Sonst dauert das ja ewig und 3 Tage. Das geht ja nicht. Hier ein Skin. Jede Waldstück machen wir jetzt hier mal ein Holzfäller-Camp. Ihr geht wieder zurück aufs Feld, bitte. Die auch schon verbessert, ne? Ja, habe ich schon verbessert. Wunderbar. Jetzt müsste das auch schön schnell dann gehen. Meine Schmiede. Brauche ich auch noch das Farm-Upgrade einmal raus und hier das zweite Farm-Upgrade. So. Ich werde auch einmal die Zeit nutzen und schon mal das Gebäude abreißen. Ich glaube zwar nicht, dass er da was baut, aber ich will es auch nicht provozieren. Beziehungsweise jetzt, wo ich ein bisschen Holz habe, kann ich mir auch endlich mal die Mine holen. Da noch eine. Irgendwo werde ich doch hier beschossen. Ich hab's doch gehört. Alle Fälle war da eine Mine. Die nehmen wir ein. Haben wir eigentlich noch Stein irgendwo? Das fehlt mir nämlich auch noch komplett. Hier ist Stein. Also das Teilset ist schön, ne? Aber ist jetzt so ein bisschen schwierig, weiße Bauern auf weißem Grund zu sehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gibt jetzt aber auch Schlimmeres. Das ist schon Nörgeln auf hohem Niveau. Wir haben 40 auf Holz, das ist mehr als genug. Drei leere Minen, wie kommt das denn? Hier keine Bauern mehr über? Ja, vermutlich, ne? Hier fehlt's wieder vorne und hinten an Bauern. Wie immer, ne? Das alte, die alte Leier. Kennen wir ja schon. Muss ich mal ein paar vom Holz abzwacken. Ich möchte nämlich mal ein bisschen weiterkommen und ein paar Gebäude bauen. Habe ich einen Stall? Also, ich hatte schon einen Marktplatz, sehe ich gerade. Na gut. Aber einen Stall scheine ich noch nicht zu haben. Der sieht ja witzig aus. Sieht eigentlich aus wie die Kirche, hätte ich jetzt gesagt, und nicht wie ein Stall. Diplomatenzentrum. Und viel wichtiger hier. Das ist ja schick. Das ist ein schönes Gebäude. Das gefällt mir. Hier kommt was. Kann ich die in meine Armee reinlocken? Okay, nee, die lassen automatisch ab. Dann nutzen wir die Gelegenheit und erkunden mal etwas weiter. Ich glaube, die haben meine Bauern getötet, die hier hingelaufen sind. Stimmt, hier war mein Camp. Sonst war hier, glaube ich, auch nichts, ne? Die stehen da nur rum. Okay.
Will ich mal gucken, wie ich hier raufkomme. Dass ich mal den Weg kenne. Wahrscheinlich einmal hier rum, ne? Hier kein Reiter, doch hab ich. Hier fehlt mir aber doch kein Reiter. Ich hab den noch nicht gesehen. Hier ist der. Dann erkunden wir weiter. Hier helft er mal ein bisschen beim Bau, sonst dauert das ja noch bis morgen. Ja, bitte hört auf, da zu sterben. Also hier gehen sie hoch, okay. Das wollte ich wissen. Dann haben sie die wahrscheinlich auch beschossen, hier die Mine. Aber gut, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ob das nur ein kleiner Trupp ist oder ob das ein bisschen mehr ist. Was ist das denn hier oben? Kann ich die anheuern? Pikiniere vom 18. Jahrhundert. Euer Laucht, ich befehlige das Korps der schwedischen Truppen. Unser König trat auch ins Bündnis mit Frankreich und schickte uns hier zu den Winterquartieren. Sie würden unsere Hilfe nicht ablehnen, stimmt das? Und ich würde gerne meine Soldaten ins Feld treiben, denn sie kommen in Schwatzen und die Einheimischen beschweren sich. Das einzige Hindernis bei der Umsetzung meines Vorschlages ist Geld. Ich kann sie unterstützen, aber nur wenn sie den Unterhalt meiner Soldaten übernehmen. Ansonsten lasse ich sie in den Winterquartieren, weil unser König keine Kampagne bezahlen möchte. Ich freue mich sehr, die Vorteile ihrer Soldaten auszunutzen und knapse mir mit ihrem Unterhalt nicht. Ja, für 3000 nehmen wir die mit. Komm, was soll der Geiz? Das sind immerhin 120 Pikiniere, ne? Und schwedische Reiter. Die können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Schwedische Reiter kann ich auch gleich zum Erkunden ganz gut nehmen. Knapp sich mir mal direkt ein paar ab. Und erkunden wir hier weiter. Hier unten ist was Blaues. Das ist eine Stadt wahrscheinlich. Ja. Die müssen wir einmal besiegen. Die erkunden da, das geht mir so ein bisschen auf den Geist. Hier ist noch eine Mine, die nehmen wir mit. Ah ja, Husaren kann ich sogar bauen. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass die Preußen Husare hatten. Aber ich kann jetzt Kürassiere bauen. Aber ehrlich gesagt... Ja, gut, sind wahrscheinlich besser als Reiter, aber ne. Ich wollte ja mehr mit denen arbeiten. Dann werden wir das diesmal auch mal tun. Ich mach's einfach mal. Zweifelsfall verbrennen wir da ein bisschen Gold, das ist auch nicht ganz so schlimm. Dann machen wir aber hier das Reiter-Upgrade, dass sie mal ein bisschen schneller gebaut werden. Ja, mir mangelt so ein bisschen an Gold. Hier ist noch eine Mine. Ich glaube, wir werden doch zumindest die Goldminen einmal verbessern. Wir können auch eigentlich alle verbessern. Die erste Stufe ist ja wirklich billig. Wobei wir zuerst mal ein bisschen was verkaufen müssen. Hier, 50.000 Gold, Holz, was soll der Geiz? Weg damit. Brauchen wir nicht. Das ist noch nicht fertig. Und wieder weg? Ah, geht doch schneller weg, als ich dachte, das Gold. Füllen wir die einmal auf.
Haben wir wieder ein bisschen Gold angesammelt. Wieso geht eigentlich mein Stein nur so wenig hoch? Habe ich da nur 10 hingeschickt? Es könnten eigentlich ein paar mehr sein. Ich brauche das Stein, dass ich es verkaufen kann. Ansonsten hauen wir noch ein paar Upgrades raus. Ach, hier arbeiten so viele. Stehen da rum und machen nichts. Ich wundere mich schon, ich müsste auch mehr Bauern haben. Da kann ich natürlich lange drauf warten, wenn sie da alle rumstehen und nichts tun. So, 20.000 Stein. Das verticken wir einmal. Und ich werde auch noch mal ein paar zum Stein schicken. Beziehungsweise erstmal den Text. Die Nachricht über die Eroberung von Schlesien machte einen großen Eindruck auf die europäischen Herrscher. Niemand konnte erwarten, dass ihr kleiner Staat mit dem mächtigen Österreich kämpfen wird. Ihr Beispiel wurde von Kandidaten für die Kaiserkrone gefolgt und alle begannen, sich auf den Krieg vorzubereiten. Frankreich wollte Österreich schwächen und deswegen beginnt es, Koalition zu bilden. Sie sind auch in der Koalition willkommen. Man verspricht zahlreiche Vorteile und Unterstützung bei der Unterzeichnung des Friedens. Und jetzt, während des Krieges, gehen in die französischen und bayerischen Truppen unter der Führung von Marschall de Broglie zur Hilfe. Jeder will Freunde mit starken und ruhmvollen sein. Oder sie vernichten. Ach, jetzt kriege ich auch noch richtig die Truppen. Ja, in dem Fall, nehme ich. Die sehen alle neu aus, ne? Die haben neue Skins gekriegt mit dem Addon. Sehr schick. Vorhin die Hüte, ne? Sind schon nice. Ja, dann marschieren wir direkt mal nach vorne. Könnte ich mit denen zusammen da eigentlich auch mal auf den Hügel marschieren? Mein General, der bleibt aber bitte hier. Also meine Generäle bleiben mal hier, die muss ich nicht verbraten. Gucken wir mal, ob wir das erobern können. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte ein paar zum Stein schicken, ne? So, jetzt habe ich auch mal 18. Jahrhundert. Dann bauen wir mal ein paar Musketen. Quasi, ich wollte ja Reitereien eigentlich bauen, ne? Dann bauen wir diesmal Reitereien. Dann brauchen wir aber einen zweiten Stall. Falsch schon angeklickt. Ich kann eigentlich noch einen dritten bauen, aber ich glaube zwei reichen. Dann baue ich in dem die Kürassiere und im anderen die Dragoner. Müssen wir die natürlich auch verbessern. Okay, hier unten haben sie eine Armee stationiert. Aber dann gehe ich einmal hier hoch und kämpfe mal das Gebiet frei. Dass sie aufhören, da immer meine Leute hier oben abzuschlachten, das kann ja nicht sein. Ansonsten brauchen wir ein paar Häuser natürlich. Können wir auch noch eine auffüllen. Nochmal ein Upgrade raushauen. Und ansonsten würde ich sagen, greifen wir die hier mal an, ne? So schwer wird das ja wohl nicht sein. Ach, da oben in einem Wald haben die sich versteckt. Gut, ein paar versprengte Truppen da sollten eigentlich kein Problem sein, ne? Vor allen Dingen sichere ich mir damit Zugang zu einer Menge Minen. Das sind alles Nahkampftruppen. Ich wundere mich schon, warum schießen die nicht zurück? So, haben wir sie damit alle platt gemacht?
Hier sind auch noch ein paar im Wald versteckt. Also der ganze Wald ist ja voll damit. Kann ich mir nämlich jetzt auch endlich mal die ganzen Minen hier holen. Hier und hier. Was? Die antiösterreichische Koalition hat Sachsen angeschlossen. Leider ist für den sächsischen Kurfürsten August III. Haben sie bereits Schlesien erobert. Aber es ist sicher, dass es genug Länder für alle in Österreich gibt. Achso, der wollte das auch haben. Geier sind sie. Noch vor kurzem schwor der die deutsche Lumperei dem alten Karl und versicherte ihn, dass sie an die pragmatischen Sanktionen halten werden. Es ist zum Kotzen. Allerdings sind beliebige Alliierte nicht unnütz. Also die haben, so wie ich das verstanden habe, erst kürzlich unseren Weg erkannt. Um das mal so auszudrücken. Aber gut. Wie er schon sagte, besser als gar keinen zu haben. Da kann ich mal gucken, ob ich mittlerweile ein paar Generäle nutzen kann. Oh, nicht gut. Kann ich die noch abfangen, bevor die meine Bauern umbringen? Das wäre nämlich sehr nett. Ist ja schon ein bisschen was. Weil es sind meistens Schildkämpfer. Sind fast alles Schildkämpfer. Was ist das denn für eine komische Armee? Schildkämpfer gegen Schützen. Na gut. Wenn ihr meint, dass das funktioniert, das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren, ne? Die werden schon abgefarmt, bevor sie überhaupt in eine Schlagreichweite kommen. Ich meine, gut, die reiten jetzt ran, weil ich jetzt natürlich auch Nahkampfeinheiten gebaut habe, aber man sieht es ja, es ist eigentlich keine gute Armee. Hier haben wir noch eine Mine, die können wir auch bessern. Und hier und hier. Und die, wenn sie die mal fertig gebaut haben. Hopcap sieht auch noch gut aus. Wir mangeln jetzt aber immer noch an Gold. Und ich sehe gerade, eine Mine ist da sogar noch. Die habe ich irgendwie vergessen. Brauchen wir so ein paar Leute, mit denen ich scouten kann. Ach, jetzt bin ich da beschossen. Hier können wir auch mal ein bisschen weiter scouten. Da sehe ich schon mal eine Mine im Dickicht. Da ist eine Schatztruhe, die nehmen wir sofort ein. Und hier oben ist auch noch was. Was ist das? Ach, nochmal ein Trupp. Okay, erstmal holen wir jetzt die Schatztruhe. Euer Erlaucht, wir sind denn friedliche Händler von Polen. Wir bewegten uns nach Österreich. Leider stellte sich heraus, dass diese noch vor kurzem friedliche Region plötzlich zum Kriegsschauplatz wurde. Das warf alle unsere Pläne durcheinander und wir müssen zurückgehen. Wir sind ratlos. Könnten Sie uns ein paar Tipps geben, was wir machen sollen? Wir möchten nicht in die Mitte der Schlacht geraten. Sie führen Waren nach Österreich. Dann nehmen wir sie als feindliches Eigentum und Waren für die österreichische Armee in Beschlag nahmen. In Beschlag? Wenn sie nicht möchten, von österreichischen Panduren beraubt zu werden, kehren sie schnell nach Polen zurück. Setzen sie ihren Weg fort, haben sie keine Angst, aber unter der Bedingung, dass sie in jedem Dorf auf dem Weg eine zuverlässige Person finden, die für mich spähen würde. Aha. Ich kann sein Zeug nehmen, sie zurückschicken, aber ich werde mal sagen, dass er für mich spähen soll. Ich habe ja hier eigentlich alles frei gemacht. So, brauche ich für die wahrscheinlich auch gleich wieder Gold. Dann werde ich erstmal gerade etwas Gold generieren. So, mehr wie 18.000 werden die ja wohl nicht brauchen. Guten Tag, euer Laucht. Ich habe gehört, dass Sie den Krieg mit Österreich haben und Rezepolita steht beiseite. Aber denken Sie nicht, dass es keine Ritter mehr bei uns gibt.
Ich würde Erster sein und auf mein Pferd springen, um sie zu unterstützen, aber ich kann meinen Hof nicht verlassen, bis alle Sachen in Ordnung gebracht sind. Mein Ökonom ist ein Betrüger, schlimmer als die Geitermarken. Nun, wenn sie befehlen würden, mir das Holz und Getreide zu geben, dann ist es eine andere Sache. Und Gold noch. Ich würde Freunde und Jungs rufen. Wir würden eine gute Abteilung sammeln. Jeder weiß, dass es keine bessere Kavallerie als die polnische gibt. Ja, ich bin einverstanden. Ich gebe entsprechende Befehle. 5000 Holz, 5000 Nahrung und nur 2000 Gold ist ja nichts. Ja, dann nehmen wir die mit. Sind zwar nur Reitereien, aber ich wollte ja sowieso eine Reiterei-Armee bauen. Die glauben wieder, dass sie mit 5 Truppen irgendwie eine Chance hätten. Das ist schon ein bisschen süß. Genau, du musst mal kurz hier bleiben. Ich habe nämlich vergessen, die Mine zu holen. Ich glaube, minentechnisch sind wir auch ganz gut bedient. Upgrade-technisch läuft das auch ganz gut. Eigentlich, ja, hier ist noch eine Kohlemine, den nehmen wir noch gerade mal kurz mit. Die können wir noch mal, ach, die können wir nicht verbessern, die muss noch mal gebaut werden. Dann gehen wir hier unten mal ins Dorf und befreien das, bevor der Händler hier durchgeht. Ach, hat er schon gemacht. Ja, wunderbar. Ja, und die scouten jetzt für mich, das ist natürlich herrlich. Na, ist sie leider kaputt gegangen. Da haben wir noch mal 3 Minen. Zack. Ja, kann ich nicht mitnehmen. Und dann noch mehr, die müssen wir einmal gerade. Was ist das? Ist das eine Armee oder ist das einfach nur ein Trupp, der hier steht? Also halb und halb, ne? Reiten wir einfach mal drüber. Dann mache ich jetzt keine großen taktischen Aufgebote hier. Das sollten wir eigentlich durch Masse einfach rucki-zucki erledigt haben. Ja, das lief genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hier ist auch nochmal Österreich. Interessant. Ich dachte, die sind nur da oben auf dem Hügel. Das ist wahrscheinlich ihre Stadt. Aber gut, dann nehmen wir die schon mal ein. Holen uns mal ein bisschen Nachschub hier oben. Dann ist das wahrscheinlich ihre Hauptarmee hier unten. Oh. Ach, hier ist so ein Häuschen. Das müsst ihr mal bitte ganz schnell umbringen. Dankeschön. Jetzt könnt ihr weiter marschieren. Eins der schießenden Häuser. Ist hier noch ein schießendes Haus, oder? Ne, es sind einfach so viele Truppen. Ein frecher Einfall mit der Eroberung Schlesiens war erfolgreich. Ah, so. Ich dachte, das ist das hier oben auf dem Hügel. Habe ich jetzt wahrscheinlich das Hauptziel aus Versehen erobert. Ja gut. Ihr frecher Einfall mit der Eroberung Schlesiens war erfolgreich. Es wurde Maria Theresia klar, dass der Kampf mit ihnen zu weit führen kann. Und sie ist einverstanden, Zugeständnisse zu machen. Sie haben einen Separatfrieden geschlossen, der sie zum Besitzer von Schlesien gemacht hat. Jetzt können sie den Truppen Ruhe geben und sie in Ordnung bringen und die schlesischen Festungen wieder aufbauen, um bereit zu sein, den neuen Feind zu treffen. Ihr Stück von Österreich ist zu lecker und erregt den Neid der Nachbarn. Und die Nachricht über den Frieden zwischen Preußen und Österreich regte alle unbeschreiblich auf. Ihr Ausgang aus der anti-österreichischen Koalition nennt man den heimtückischen Verrat und schamlosen Betrug.
Aber das bedeutet keinen Betrug, sondern nur den Ausgang aus dem Geschäft. Tatsächlich. Ich habe Schlesien erobert. Okay, oben war einfach nur eine Festung. Ja, gut. Hätte ich jetzt auch angreifen können, aber ganz ehrlich, warum soll ich die Festung angreifen, wenn ich die Stadt erobern kann, ne? Die ist ja viel besser geschützt hier mit den Mauern, den Geschütztüren. Und auch richtig guten Truppen, ne? Da ist er selber schuld, wenn er sich in seiner Festung versteckt. Ja, war das doch ein bisschen leichter als gedacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge der Kampagne mit den Preußen und schauen mal, was sie als nächstes erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, ciao.